die aktive Sterbehilfe, die man unterteilen würde in indirekte und direkte aktive Sterbehilfe, die wird eindeutig aus islamischer Sicht abgelehnt. Genauso wie die aktive Sterbehilfe abgelehnt wird, wird auch die Beihilfe zum Suizid abgelehnt. Da ist man sich einfach einig, weil das Leben eines Menschen so wertvoll ist und eine Leihgabe Gottes, ein Segen Gottes ist. Und als Nicht-Eigentümer dieses Lebens hat man nicht das Recht, selbst darüber zu entscheiden. Also obliegt es nur Gott, da diese Entscheidung zu treffen. Im Falle von passiver Sterbehilfe, da ist es nicht so eindeutig wie in diesen zwei Fällen. Da kann man davon ausgehen, dass eine passive Sterbehilfe erlaubt sein kann, gestattet sein kann, weil man aus medizinischer Sicht nicht eindeutig nachweisen kann, dass genau dieses Unterlassen von Medikamenten zum Tode führt. Wenn es der Fall sein sollte, dann würde auch dann die passive Sterbehilfe abgelehnt sein müssen.